Ja, Freunde, und ein weiteres Video hier von Frank the Tank von Streetlights.de und Roller.com. Ja, Freunde, diesmal Aprilia SR 125 mit 172 Kubik. Mal los, die Zylinder hier drauf. Und zwar haben wir hier verbaut eine Vollwangwelle, 172 Kubik Malossi, etwas überarbeitet, ein 25er Delorto-Vergaser, eine Multivar, einmal die Malossi Delta-Klatsch, einmal die Polini-Kupplungsglocke und natürlich ein paar Kleinigkeiten, so wie natürlich beim letzten Roller auch hier einmal den TMR-Auspuff für angepasste 172 Kubik. Ja, Freunde, ich würde sagen, der Kunde hat hier überhaupt gar kein Ziel. Er ist einfach nur gespannt, welche Leistung wird er haben. Wir denken, so um die 21 wünscht der Kunde sich. Ich würde sagen, wir schauen mal. Wir haben hier gar nichts geschraubt an dem Fahrzeug. Das sind wirklich Kundenfahrzeuge, die hier einfach mal kurz ihre Leistung messen müssen. Ich würde sagen, wir machen genau das jetzt. Wir messen die Leistung. Ich werde wieder die Ergebnisse groß einblenden. Und ihr könnt ja wieder in den Kommentaren schreiben, was würdet ihr nach der Leistungskurve, die ihr seht, eventuell sogar verbessern. In dem Sinne, Roller anschmeißen, warm machen, Lüftungsanlage an und gib ihm. Bis gleich. Ja, Freunde, 22,1 PS. Ich muss ehrlich sagen, wenn meine Aprilia SR 125 mit 172 Kubik Malossi diese Leistung hätte, meine hat sie es nicht, meine hat so um die 18 PS, dann wäre ich vollkommen zufrieden. Das Einzige, was ich wahrscheinlich ändern würde oder irgendwie müsste das möglich sein mit einem etwas leiseren Auspuff. Ja, auf jeden Fall, denke ich, kann sich auch erstmal sehen lassen. Die Jungs sind doch sehr, sehr zufrieden. Und ich würde sagen, auch hier blende ich die technischen Daten von den Kurven nochmal ein. Auch hier dürft ihr natürlich ein paar Tipps in die Kommentare hauen. Wie meint ihr, können die Jungs hier noch mehr Leistung aus dem Aprilia 172 Kubik sozusagen herausholen? Ja, Freunde, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Es hat mal wieder Spaß gemacht, zwei Prüfstandsvideos hintereinander zu ballern. Und ich würde sagen, als nächstes geht es dann weiter mit unserem Unfallschaden Aprilia SR 125 Kubik, wo wir die Gabel machen müssen, wo wir den Motor machen müssen und so weiter und so weiter. In dem Sinne, bleibt dran, meine Freunde. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Frank the Tank von Streetlights.de und Roller.com ist raus. Ciao.